Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Yvonne, Medium, Tiermedium und spiritueller Coach. Und in diesem Video stellen wir uns die Frage, macht Liebe spirituell? Grundsätzlich sehe ich es so, dass wir alle spirituelle und mediale Wesen sind. Wir haben es nur durch die Inkarnationen und auch durch dieses Leben hinweg verdrängt, weggepackt, es wurde zugemacht. Und jetzt sind wir eben auch in dieser Phase des spirituellen Erwachens, was bedeutet, dass wir tiefer graben. Spiritus kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Geist, Hauch, auch Atmen. Das heißt, es geht darum, wirklich festzustellen, dass wir ein multidimensionales Wesen sind. Wir wollen uns und die Welt ganzheitlich betrachten und herausfinden, was der Sinn unseres Lebens ist. Das ist für mich Spiritualität, den eigenen Weg zu gehen, sich selbst zu finden, selbst kennenzulernen, herauszufinden, wer man wirklich ist und was man wirklich will. Und jetzt ist die Frage, unterstützt uns die Liebe dabei, diesen Weg noch intensiver zu gehen, beziehungsweise öffnet er uns dafür? Bei mir kommt ein klares Ja, auch wenn es natürlich wieder individuell sehr unterschiedlich ist. Es hängt auch davon ab, wo wir auf unserem Weg gerade sind, wie offen man allgemein schon für diese Thematik ist, wie sehr man vielleicht noch im Hamsterrad gefangen ist, beziehungsweise wie man auch darüber hinaus blicken möchte, wie man aus der Komfortzone herausgehen möchte und auch wissen und erfahren möchte, was steckt hinter all dem, was uns hier gezeigt wird. Also ja, Liebe löst sehr viel in uns aus. Wenn wir eine Partnerschaft haben oder auch eine Affäre, wenn wir jemandem näher kommen, dann bedeutet das, dass wir eine gewisse Seelenverbindung haben. Niemand kommt zufällig in unser Leben, sondern es fällt uns zu, was fällig ist. Das soll heißen, wir haben ganz viele Seelenverwandtschaften, Seelenpartnerschaften und wir treffen uns durch die Inkarnationen hinweg immer wieder. Das heißt, es kann sein, dass du mit deinem heutigen Partner, deiner heutigen Partnerin schon in einem vergangenen Leben mal Geschwister warst, dass du Mutter und er oder umgekehrt Kind war, Tochter war, dass ihr beste Freunde wart, dass ihr Geschäftspartner wart, dass ihr gemeinsam in den Krieg gezogen seid. Wir treffen immer wieder auf die ähnlichen Seelenverwandten und haben dann unterschiedliche Beziehungskonstellationen, um auch Heilung hineinzubringen und weil wir auf einer Wellenlänge sind. Das heißt, egal, ob es eben, ich sage jetzt mal, eine kürzere Affäre ist, ob es eine intensive Liebesbeziehung ist, dass es, ob es eine Ehe ist, die über Jahrzehnte hinweg dauert, es bedeutet, dass wir auf einer Ebene miteinander auf Wellenlänge sind und schon öfter mal miteinander zu tun hatten. Jetzt kannst du vielleicht sagen, ich war sicherlich nicht mit jedem und jeder auf einer Wellenlänge, weil es doch manchmal ordentlich geknallt hat, weil wir oft ordentlich Streit hatten. Das hat in dem Sinne gar nichts zu bedeuten. Denn wir treffen auch aufeinander, weil wir eine karmische Liebe führen, weil wir karmische Verstrickungen haben. Das bedeutet, in vergangenen Leben waren wir vielleicht schon mal ein Liebespaar oder wie gesagt, Vater, Tochter, Kind in irgendeiner Konstellation intensiv zusammen und haben Erfahrungen gemacht. Vielleicht, weil wir uns verletzt haben, auf physischer oder auch emotionaler Ebene zum Beispiel, weil wir einander bekämpft haben und dennoch wieder beste Freunde waren. Also es kann sein, dass da noch eine Verstrickung hängt. Es kann sein, dass durch dieses Karma, das wir angehäuft haben, in diesem lieben Leben wieder zusammenfinden sollen und auch lieben sollen, um das zu lösen, um das zu heilen. Das ist eine Ebene der Seelenverbindungen. Es kann eine Seelenverwandtschaft sein, eine Seelenpartnerschaft. Es kann sein, dass wir eine Dualseele sind oder Zwillingsseele, die dann noch intensiver aneinander gekoppelt ist. All das bedeutet aber nicht, dass es in diesem Leben auch wirklich zu einer harmonischen Beziehung führen muss, denn wir sind ja Körper, Geist und Seele. Das heißt, wir begegnen uns auf all diesen Ebenen. Es kann sein, dass wir seelisch sehr stark verbunden sind, das aber vielleicht physisch, optisch, auf einer sexuellen Ebene nicht funktioniert oder dass wir auf geistiger Ebene nicht harmonieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und wichtig ist dabei, dass wir immer wieder aufeinandertreffen in den verschiedenen Inkarnationen, nicht notwendigerweise in diesem Leben, weil wir in dieser Energie etwas voneinander lernen sollen. Wir fordern uns, wir fördern uns, wir triggern uns, wir spiegeln uns. Und deswegen ist das ein weiterer Grund, warum uns Liebe für Spiritualität öffnen kann. Also der erste Punkt, um das nochmal zusammenzufassen, ist, dass wir eine gewisse Seelenverbindung haben, auf einer Wellenlänge sind, dass wir eventuell höchstwahrscheinlich im vergangenen Leben schon miteinander zu tun hatten und das jetzt gelöst werden darf und dass man dann diesen Moment auch hat der Erkenntnis. Wie oft ist es dir schon passiert, dass du jemandem begegnest und du weißt, in diesem Leben siehst du diese Person das erste Mal? Und dennoch hast du dich sofort angekommen gefühlt, zu Hause gefühlt. Du hast gespürt, dass ihr euch wirklich kennt. Und das ist etwas, was mit dem bloßen Verstand in dieser irdischen 3D-Welt nicht zu erklären ist.
Und dementsprechend ist das schon der erste Schritt, wo man spürt, da gibt es mehr. Da ruft einen die Seele. Und da gibt es Verbindungen, die über dieses Leben hinausgehen. Verbindungen, die über diesen Körper hinausgehen. Da gibt es so viel mehr, so viel Intensiveres. Und das ist etwas, was uns öffnet, was unser Herz öffnet. Und das ist auch ein Schlüssel für Spiritualität, dass wir auf dieser Herzensebene in höhere Schwingungen kommen und dadurch eben auch einen weiteren, einen erweiterten Blick bekommen und erkennen und fühlen, es gibt mehr und dann wollen wir das auch entdecken. Das heißt, ja, Liebe führt uns auf diesen Weg der Spiritualität, beziehungsweise wenn wir auf dem Weg schon sind, kann es noch mehr öffnen, noch mehr Erkenntnisse bringen, indem wir fühlen, da ist eine Seele, die zu uns gehört, die zu uns passt. Ob das nun zu einer harmonischen irdischen Beziehung führt, ist nochmal was ganz anderes. Und dadurch können wir lernen, und das ist die zweite Ebene der Liebe, die uns zur Spiritualität bringt oder sie erweitert, dass wir erkennen, okay, das löst etwas in mir aus. Eine Angst, vielleicht eine Verlustangst, eine Angst der Ablehnung. Vielleicht tut es so sehr weh, weil ich spüre, dass wir seelisch und von der Herzensebene so verbunden sind, die andere Person es aber noch nicht wahrnehmen kann oder sich immer wieder davon macht oder eine Abwehrhaltung hat, weil sie Angst hat vor dieser tiefen Liebe. Vielleicht haben wir selbst Angst davor, dass uns jemand zu nahe kommen könnte. Vielleicht haben wir so viele vergangene Verletzungen aus der Liebe heraus, Liebeskummer, dass wir uns nicht mehr erlauben zu lieben oder geliebt zu werden, dass wir einen Schutzmantel angezogen haben, sodass wir nicht mehr verletzt werden können. Das glauben wir zumindest. Nur was verletzt uns mehr? Das ist die Frage. Wenn wir gar nicht mehr lieben oder wenn wir uns diese schönen Momente der Liebe erlauben, daraus lernen und eventuell auch mal wieder verlassen werden oder verlassen oder merken, es passt nicht. Wozu sind wir hier? Das ist wieder diese Sinnfrage. Wir sind hier, um zu lieben. Das ist meine persönliche Antwort. Und diese Liebe und diese Herzensenergie ist auch das, was die höchste Schwingung mit sich bringt und was uns am stärksten öffnen kann und am stärksten heilen kann. Also ja, Beziehungen können turbulent sein, sie können herausfordernd sein, sie können dazu führen, dass wir eben auch noch mehr über uns lernen, idealerweise. Und wenn wir spüren, da ist diese Seelenverwandtschaft, unser Gegenüber möchte das noch nicht ausleben, hat Angst oder wir haben Angst, dann ist das in Ordnung. Wir selbst können daraus lernen, wir können nie jemand anderen verändern. Wenn du jetzt vielleicht gerade in so einer besonderen On-Off-Beziehung bist, sagen wir mal so, oder auch in einer Beziehung, in der du vielleicht nicht mehr ganz glücklich und zufrieden bist, dann frage dich, kann ich diese Person gegenüber, diese Seele, dieses ganzheitliche Wesen mir gegenüber genauso lieben, wie es jetzt ist? Oder liebe ich eine Version, die ich mir im Kopf ausgemalt habe, weil es irgendwann ja mal so sein könnte? Sei ehrlich zu dir. Denn du kannst, wie gesagt, nur dich selbst verändern. Schau nach innen. Was triggert dich? Was bereitet dir Schmerzen? Wovor hast du Angst? Wo sabotierst du die Beziehung vielleicht selbst? Und was kannst du daraus lernen? Und an dieser Stelle möchte ich dir meine und unsere Unterstützung anbieten. Für alle Singles unter uns gibt es den Online-Kurs in 3 Schritten zum Traummann oder zur Traumfrau, in dem du herausfinden kannst, warum du jetzt noch nicht deinen Traummann, deine Traumfrau in deinem Leben hast, was es noch zu heilen gibt, seelisch, auf einer energetischen Ebene, was du auch ganz irdisch praktisch umsetzen kannst. Und wenn du die 1:1 Unterstützung möchtest, persönliche Soul-Readings und Einzelcoachings bei unseren wundervollen Master-Coaches, dann kommen unser Butterfly-Coaching. Das ist Liebe ein ganz, ganz großes Thema und da bedarf es viel Heilung. Also egal, ob du gerade Single bist, ob du in einer unzufriedenen Beziehung bist, ob du in einer On-Off-Beziehung bist, ob du deine Beziehung ja wieder harmonisieren möchtest oder glücklicher, zufriedener sein möchtest, wir können dich dabei unterstützen. Wir lösen für dich ab. Wir schauen, wo sind die Blockaden? Wo sind die alten Muster? Wo sind die verlorenen Seelenanteile? Wo hast noch etwas hängen aus vergangenen Leben? Wo bist du mit deinem jetzigen Partner oder deiner Partnerin in karmischen Verstrickungen, die euch eine Beziehung sehr, sehr erschweren in diesem Leben? Gehe weiter, schau dir das an, verschließe nicht die Augen. Denn auch wenn du jetzt fliehst aus der aktuellen Beziehung oder dem, was dir gezeigt oder gespiegelt wird, du ersetzt nur den Platzhalter. Du nimmst deine Herausforderungen, deine seelischen Schmerzen, dein Karma, deine verlorenen Seelenanteile immer mit. Und jetzt ist der Moment für Heilung gekommen. Und genau deswegen ist es umso wichtiger zu erkennen, Liebe ist ein ganz großes Thema. Wir lernen nie so viel für uns und wir können uns nie so stark weiterentwickeln wie durch Beziehungen, weil sie uns alles zeigen, weil sie unsere tiefsten Emotionen, unsere tiefsten Verletzungen zum Vorschein bringen. Und du musst da nicht allein durch. Lass dich von uns unterstützen, lass dir diese Heilung näher bringen, die Blockaden lösen, denn wir sind gerne für dich da, denn ein Leben ohne Liebe
ist für mich tatsächlich nicht so sinnerfüllt. Ja, lass uns sagen, wirklich sinnlos. Wir sind hier, um zu lieben. Wir sind hier, um die Verbundenheit zu anderen Menschen und Wesen zu fühlen. Und das ist der Schlüssel. Und wenn wir uns erlauben und auch den Mut haben, wieder zu lieben, unser Herz zu öffnen, dann transformieren wir die Welt für uns und für alle. Und dann wird die Welt immer noch schöner, als sie ohnehin schon ist. Ich danke dir von Herzen für dein Sein, für dein Tun, für dein großes Herz, für das Licht, das du in die Welt ausstrahlst. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Alles Liebe für dich.